hochkonzentriert und dennoch passieren Fehler. Eine vergessene Klemme im Unterleib. Ein Stück Plastik im Knie. Ein zurückgelassener Spatel im Bauchraum. Nachdem diese Narbe offen war und geeitert hat, kam dann auf einmal etwas Blaues, ragte da raus. Nach der OP bin ich zum Arzt gerufen worden und da ist mir gesagt worden, es sei ein Stück Zange abgebrochen. Wissenschaftliche Schätzungen gehen davon aus, dass wir in Deutschland mit 600 bis 700 Todesfällen zu rechnen haben, aufgrund vergessener Operationsbestecke oder Tupfer, Mullbinden etc. im Operationsgebiet. Alice Schneider musste sich an der Kniescheibe operieren lassen. Die OP verläuft gut. Ohne Probleme, sagen die Ärzte. Alice Schneider wird als geheilt entlassen. Doch dann verändert sich ihre OP-Narbe. Sie fängt an zu eitern und tut weh. Dann war ich bei einem Arzt zur Nachuntersuchung. Der sagte mir dann, ich müsste sofort ins Krankenhaus und das müsste sofort operativ behoben werden. Die Ärzte reinigen die Wunde. Für sie ist der Fall damit erledigt. Jetzt wird es keine Probleme mehr geben, sagen sie. Ich wollte halt das Pflaster wechseln und machte das Pflaster ab und dann sah ich dieses Blaue aus der Wunde. Und ja, ehe ich mich versehen konnte, war es dann auch schon rausgezogen. Sie hält einen Plastikverschluss mit langen Fäden in der Hand. Alice Schneider wendet sich an einen Anwalt. Sie ist entsetzt, auch weil die Klinik alles abstreitet. Sie könnte es ja nicht beweisen, dass dieses Plastikteil aus dieser Wunde kommt. Hardy Müller vom Aktionsbündnis Patientensicherheit geht davon aus, wenn alle Kliniken spezielle Checklisten der WHO verwenden würden, gäbe es die meisten dieser Fälle nicht. Ich vereinfache mal, vor der Operation zählen, während der Operation zählen, nach der Operation zählen. Also diese Zählkontrollen sind ein wichtiges Mittel, um diese UFOs, diese unbeabsichtigt belassenen Fremdkörper im Operationsgebiet, sehr zuverlässig zu vermeiden. Und so sehen diese Checklisten aus, in denen alles, was die Ärzte bei der OP benutzen, notiert wird. In Deutschland sind sie nicht vorgeschrieben. Deshalb nutzen viele Krankenhäuser sie gar nicht oder nur halbherzig. Das zeigen erste Ergebnisse einer aktuellen Studie des Aktionsbündnisses. So sehen wir zum Beispiel, dass bei den Checklisten vor der Operation eine hohe Befolgungsquote festzustellen ist. Aber es gibt auch Checklisten zur Ausleitung, also wenn ein Patient dann weitergegeben wird. Und da ist die Beteiligungsquote schon wieder deutlich geringer, ungefähr bei 45%, was eindeutig zu wenig ist. Seine Vermutung, viele Kliniken zählen nach der Operation nicht sorgfältig genug. Anders ist das in der Hamburger Endoklinik. Gerade bei orthopädischen Eingriffen brauchen die Ärzte viel Besteck und Material. Da kann schnell der Überblick verloren gehen. Im Vier-Augen-Prinzip wird jeder Tupfer und jedes Gerät gezählt und in der Checkliste notiert. Seit dieses Prinzip angewendet wird, ist es zu keinem Zwischenfall gekommen. Ich gucke natürlich selber, aber niemand ist perfekt und am Ende trage ich als Operateur auch die Verantwortung für alle Mitarbeiter im Team. Aber in gewisser Weise muss ich mich auf einige Sachen schon verlassen. Also, dass die richtig zählen, dafür haben wir das Vier-Augen-Prinzip, dass sie sich gegenseitig kontrollieren. Und gleichzeitig ist aber auch ganz wichtig, dass auch der Schwächste am Operationstisch, also auch der jüngste Assistent, darf was sagen, wenn ihm was auffällt. Also sogar andersrum, man muss betonen, er muss dann auch was sagen und nicht aus Angst vor mir oder irgendwem anders dann schweigen. Bei Anke Emmel hat keiner was gesagt. Auch sie schaltet einen Anwalt ein. Bei ihrer Knieoperation bricht ein Stück Zange ab. Der Arzt bemerkt das erst nach der Operation. Er lässt das Metallstück im Knie. Weil es am Anfang noch an einer Ecke hing, die das Knie frei beweglich gelassen hat. Und es wäre fürs Knie nicht gefährlich, wenn sie es da verkapselt. Doch das Metallstück fängt an zu wandern und schabt auf dem Knochen. Nach 20 Tagen hält sie die Schmerzen nicht mehr aus. Worauf der Arzt sagte, das wäre ganz normal. Und ich müsste Muskeln aufbauen und ich müsste mein Knie bewegen. Und ich sollte schön Krankengymnastik machen. Erst als sie kaum noch gehen kann, entfernt der Arzt das Stück in einer zweiten Operation. Anke Emmel klagt jetzt auf Schmerzensgeld. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit fordert, dass in Zukunft in allen Krankenhäusern solche Checklisten geführt werden müssen. Für mehr Sicherheit im OP.